Und da hat sich mir das erste Problem eingestellt. Probiert mal einmal was Nigelnagelneues, indem man den Ton mit Audacity aufnimmt und das Spiel normal mit OBS, also sowohl Bild als auch Audioaufnahme des Mikrofons über OBS und einmal die Audioaufnahme des Tons des Mikrofons über Audacity. Versucht die dann zusammenzuschneiden. Bloß scheinbar durch das USB-Mikrofon umzustöpseln hat sich auch OBS komplett umgestellt und hat somit sämtliche Spuren Eingaben auf eine Spur draufgeknallt, aber in zwei Spuren abgeteilt, die aber absolut identisch sind, was ein bisschen doof ist. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich jetzt die Tonspur alles noch so ein bisschen bearbeite, weil ich habe mir ein bisschen was angeguckt, wie man mit Audacity noch umgehen kann. Dann kann die Tonspur selber erarbeiten und verbessern etc. pp. Was man jetzt vielleicht auch gleich hört, wenn das, was ich jetzt gerade rede, im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Aber trotzdem, viel Spaß mit Hidden Forks. Es ist erstmal die letzte Folge, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Danke. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Internet-Zuschauer, sonst irgend sowas. Wir nutzen die Chance noch, solange man in Deutschland noch ungestraft streamen kann, ohne eine Lizenz zu haben als Rundfunk. Dingsda-Bums da. Ihr werdet schon wissen, warum, weil die Leute von Pietz mit ja momentan für Schriftverkehr haben mit einer Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Und ja, wir haben noch zwei Level vor uns, so wie es aussieht, in der Fabrik bei Hidden Forks. Le Menschen, die jetzt noch nicht wissen, was Hidden Forks ist, es ist ganz einfach ein Wimmelbildspiel in Schwarz-Weiß. Und ziemlich lustig, alles mit minimalsten Aufwand gemacht, aber ziemlich cool umgesetzt, das muss man schon dazu sagen. Entschuldigung, und ja, wir begeben uns doch gleich mal in die Fabrik und schauen mal, was uns da erwartet. Ist überhaupt laut genug? Ich denke mal, wenn nicht, werden wir es einfach noch ein bisschen lauter machen. Ich mach mal mein Headset ein bisschen lauter. So. Wir suchen Dinger. Diese Person. Jade, probiert ihren neuen XXL-Laborkittel an. Lol. Das wird wahrscheinlich sie sein. Da ist Jade. So, wen haben wir noch? Hey. Sim arbeitet an seinem neuen Programm. Bitte nicht stören. Sim ist wahrscheinlich, hinter dem Tor? Ja. Ew. Alles klar. Das war einfach. Ah, dieser Kleiderbügel ist für XXL Laborkittel. Dann. Kleiderschrank. Ah, da sind Spinnen drauf. Und da haben wir unseren Kleiderbügel. Ich gehe stark davon aus, dass die Aufnahme des Streams jetzt nicht allzu lange sein wird. Naja, was soll's. Wir machen das Beste draus. Der Assistent hat vergessen, seine Brille mitzunehmen. Diese Fläche muss irgendwo hier noch, irgendwo noch sein. Ja, wie sieht es denn aus? Da drin? Nein. Da nicht, da nicht, da nicht. So, das haben wir alles offen. Da drin? Nein. Yay. Da ist die Flasche. So, da haben wir das sogar schon geschafft. War ja ganz einfach. So, wir haben alles gefunden. Ab ins Labor. Mal gucken, wie groß das Level. Ich hab nichts gesagt. Okay. Und wir können alle Fächer aufmachen. Das war in der Stadt schon so unglaublich kompliziert. Boah, die bauen einen Roboter aus Autos. Das sieht aus wie Autos oben drauf, oder? Die bauen Roboter aus Autos. Und Telefonzellen. Und Bierbänke. Hauptsache Bierbänke. Macht der Roboter was? Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Oh, hier kann man was ablassen. Finden wir doch gleich noch was? Nein. Sehr cool. Leute, die winken.
Finden wir hier irgendwas? Na, dann wir machen einfach mal später mal. Wir gucken uns einfach erstmal ein bisschen um, was hier los ist. Da sind Dinger, die man auf und zu machen kann. Oh, Bildschirm kann man auch noch einschalten. Das Spiel ist so schön mit Liebe zum Detail aufgebaut. Da kommt Mario raus, bestimmt so wie es aussieht. Oder rein. Da haben wir, naja, Gedankenpyramiden. Das muss halt so. Und ja, dann war, wie gesagt, die ersten Level sind meistens so ein Tutorial. Um was geht's jetzt? Die einfach nur einen in das Spiel reinbringen. In das nächste Szenario. Und, ja, wir sind jetzt hier im Labor und wir schauen mal durch, was hier alles gibt. Ja, was haben wir hier? Ah, der Vortrag dieses Lehrers ist ein großer Erfolg. Nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich eine Tafel suchen. Die Frage ist nicht, wie Abraham es auf die Leiter geschafft hat. Die Frage ist, wie er wieder von hier runterkommt. Das heißt, wir haben den Hinweis Leiter. Das heißt, wir müssen mal die ganzen Leitern absuchen. Was ja wahrscheinlich nicht allzu viele sein werden, sondern unglaublich viele. OMGG, Papierkram ist so langweilig. Roboto, ein Mann aus Stahl und Wächter der Daten. Wage es ja nicht, seinen Server zu berühren. Okay. In all diesen Regalen gibt es keine zweite Formel wie diese. Viel Glück beim Suchen. Natalie wechselt ihre Kleidung so schnell, dass du sie jedes Mal, wenn du die Tür zuschlägst, ein neues Outfit tragen siehst. Das heißt, wir müssen eine Tür suchen, die auf und zu geht und wo jemand dahinter steht, der andauernd anders aussieht. Alles klar. Aktiviere den elektrischen Spiegel, um Reginas Spiegelbild zu enthüllen. Ja. Elektrischer Spiegel wird wahrscheinlich im Fernseher sein, wo jemand davor steht. Ist das sinnvoll, dass wir hier alles anmachen, damit es hin und her blinkt und es noch mehr verwirrt? Ein Postmensch. Nein. Der Süßigkeitenautomat ist außer Betrieb. Irgendjemand mag einen magischen, hat einen magischen Pilz reingesteckt. Das heißt, wir müssen auch noch die Kantine suchen. Was haben wir hier noch? Dieser Computer könnte dir einen Hinweis darauf geben, wo das Objekt ist. Das wird nicht so einfach. Die Fahrt nach, macht Toyota ganz schwindlig. Er kann ihn nicht irgendwer oder irgendwas hier rausholen. 3.10.3. Das sieht aus wie eine Kantine. Hey. Halt, fahre diesen Computer nicht herunter, der Klon muss noch trocknen. Ja, das ist alles so. Klone. Klon ist bestimmt auch eine coole Sache. Ja, das ist okay. Klon hat, ihr hätte zwei Möglichkeiten. Entweder das geht richtig gut aus oder richtig schlecht, weil. Sie könnten einem helfen, aber machen ihm auch das Leben unglaublich schwer, weil dann stellt sich die Identitätsfrage, weil der Klon hat ja dann auch das gleiche Bewusstsein wie ich. Also ist er dann echt oder bin ich echt? Weil ich kann ja nur als Original sagen, der einen Klon erstellt hat, dass ich das Original bin. Das müssten wir irgendwie dann auch noch kennzeichnen. Diese verrückten Ingenieure arbeiten noch immer am Innenleben ihres monströsen Roboters. Andere Ingenieure haben Angst, zerquetscht zu werden. Mario braucht nicht lang, um herauszufinden, wieso dieses 4K-HD-LED-Nanopixel-Plasma-Bildschirm nicht mehr funktioniert. Wasserschaden. Lösung, Wasser ablassen. So. Das war einfach. Wie gesagt, die Hinweise sind immer so großartig. Mario ist bestimmt hier irgendwo, weil der hat ja die Pilzröhre. Wasser ablassen? Kann man hier Wasser ablassen? Nein, das sieht nicht danach aus. So, was ist denn hier eine Kantine? Wir gehen mal schön von vorne weg.
Ah, der Vortrag dieses Lehrers ist ein großer Erfolg. Nicht. Das heißt, wir brauchen... Da ist der Lehrer. Das war einfach. So, die Frage ist nicht, wie Abraham es auf diese Leiter geschafft hat. Die Frage ist, wie kommt er wieder von ihr herunter? Das heißt, wir suchen eine Leiter mit einem Typen obendrauf, der scheinbar nicht runterkommt. Da ist eine Leiter. Wie sieht er denn aus? Hat Punk Haare? Ein Iro quasi? Nein, nein, nein. Steht er auf dem Regal drauf oder steht er direkt auf der Leiter? Das ist halt die Frage. Nee, das ist er auch nicht. Obwohl, da ist auch fraglich, wie er hoch und runter gekommen ist. Haben wir noch mehr Leitern? Wir haben doch hier noch mehr Leitern. Oder? Nein. Drei? Ah, warte mal. 3, 10, 3. 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nein. 3, 10, 3. 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kann auch nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist der Schlüssel. Ha! Wir sind so schlau, wir sind so Sherlock Columbus. Nennt mich ab heute Sherlock Columbo. So, wir suchen aber immer noch den Typen auf der Leiter, der nicht auf die Leiter hochkommt. Oder runter. Error? Da haben wir noch eine Leiter. Die Leiter werden es wahrscheinlich nicht sein. Da ist auch. So, da ist noch eine Leiter. Die können wir hin und her schieben. Was hat das zu bedeuten, dass wir hier... Hier lassen wir Wasser ab. Was haben wir denn gesucht im Wasser? Ah, da ist das riesige Display und da ist... Bling. Das ist Mario. Hey. Halt, Fahrradiesen kommt nicht runter. Der Klon muss noch trocknen. Das heißt, der Klon muss noch trocknen. Wir müssen irgendwo... einen Computer finden. Wo ist in der Nähe jemand... gibt, der gerade getrocknet wird, der auf der Wäscheleine hängt oder ähnliches. Hängt hier jemand auf der Wäscheleine? Nee. Oh, die kann man auch aufmachen, na toll. Wo wird hier denn geklont? Das ist der Roboter. Hier oben ist eine Schaltzentrale. Die Computer können dir einen Hinweis darauf geben, wo das Objekt ist. Welche Computer? Darüber? Darunter. Das sind Pfeile. Ah,
Geben uns die Teile einen Hinweis darauf, wo wir hin sollen? Da müsste ja eigentlich hier vorne dann auch irgendwo. Da sind die Pfeile. Der zeigt nach dort. Da ist ein Fragezeichen. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Haben wir hier noch irgendwo was? Nach dort, nach dort. Also müsste das Objekt irgendwo hier zwischendrin sein. Wir suchen mal noch ein Stück ran. Oh. Wunderbar, das war so großartig. Ich mag das Spiel echt ziemlich gerne. So, wir suchen immer noch den Klon. Wer wird hier geklont? Und wo ist der Mensch auf der Leiter? Der ist es nicht. Komm. Die Frage ist natürlich, wie sieht der aus? Oder wie er aussieht. Da ist Abraham. Aber was ist der hängt also an so einer Leiter dran. Aber da kommst du trotzdem nicht runter, selbst wenn ich dich gefunden habe. Das ist schon ein bisschen deprimierend, oder? Da findest du jemanden, kannst ihm helfen, aber kannst ihm im Endeffekt doch nicht helfen. Oh, das ist klar. Oh mein Gott, Papierkram ist so langweilig. Wo gibt's denn hier Papier? Ist das hier oben Papier? Das sieht sehr nach Papier aus. Das heißt, hier wird irgendwo einer rumliegen, der sich gehörig langweilt, weil er ein Stück Papier in der Pfote hat. Ich frage jetzt nicht nach, warum er sich so langweilt. Aber ist es halt so. Jetzt sieht man mal stark davon aus, dass der hier irgendwo rumkullert. Das ist die Papierabteilung, das ist die Chemieabteilung. Ah, wir suchen noch den Roboter. Der Roboter läuft ja irgendwo rum. Roboter, ein Mann aus Stahl und Wächter der Daten. Wage es ja nicht, seine Surfer zu berühren. Was sieht denn aus wie ein Surfer? Das ist ein Paketbote, da wird Schnaps gebrannt. Ein Surfer. Ist das ein Surfer? Das sieht aus wie ein Surfer. Das heißt, hier wird irgendwo der Roboter rumkullern. Ein Wächter aus Stahl. Piep, piep, piep. Da ist Roboter. In all diesen Regalen gibt es keine zweite Formel wie diese. Viel Spaß beim Suchen. Ein Regal. Das heißt, hier oben. Wir haben einen Brief mit Adresse und Geld. Mit Adresse und Geld. Nein. Nein. Nein, nein. Nein. Da ist auch nicht. Da ist auch nicht. Brief mit Adresse und Geld. Ich würde ja fast tippen, dass es hier dazwischen ist. Da zum Beispiel. Super geheime Geheimformel. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen erstmal alles finden. Oh mein Gott, Papierkram. Suchen wir mal den Papierkram-Menschen. Ist das ein Papierkram-Mensch? Hier wird doch gar kein Papierkram gemacht. Das sieht aus wie eine Kantine. Obwohl sich natürlich auch jemand langweilen könnte mit seinen Papieren. Hier sind Formeln. Ach, das Geblinke geht dann schon ein bisschen auf den Senkel. Das muss man echt dazu sagen. Das sind Computer. Hier wird ein Auto auseinandergenommen, um einen riesigen Roboter draus zu bauen. So, Papierkram haben wir nicht. Nathalie Wesel ist wieder klein so schnell, dass du sie jedes Mal, wenn du die Tür zuschlägst, ein neues Outfit tragen siehst. Das
heißt, sie wird ja eher in der Umkleidekabine irgendwo sein, falls es hier irgendwo eine Umkleidekabine gibt. Ah, da ist er doch. Wir brauchen dich nackig. Yes, Baby! Das war eine großartige Runde. Das war super. Hier können wir auch noch Wasser ablassen. Was haben wir hier? Aktiviere den elektrischen Spiegel, um Reginas Spiegelbild zu enthüllen. Wird die jetzt auch hier sein? Wahrscheinlich ja nicht. Wir suchen jemanden, der vor einem Bildschirm steht. Regina steht vor einem Bildschirm. Ja, gut, das ist hier keine Bildschirm. Da ist Regina. Okay, das ging auch recht fix. So, der Süßigkeitenautomat ist außer Betrieb. Irgendjemand hat einen magischen Pilz reingesteckt. Süßigkeitenautomat wird es bestimmt hier irgendwo geben. Ne, hier, das sieht aus wie eine Kantine. Ist das eine Kantine? Aber wo ist der Süßigkeitenautomat? Süßigkeiten. Hier. Ah, hier oben gibt's noch Papier und da langweilt sich bestimmt auch einer. Nee. Das ist keine. Süßigkeitenautomat. Das ist Surfer. Das sind noch mehr. Surfer. Wo ist hier die Kantine? Ist das die Kantine? Das ist auch keine Kantine. Hier unten werden Autos gebaut. Die Fahrt nach Rüden macht mich ganz schwindelig. Ich kann hier nicht irgendwer oder irgendwas hier rausholen. Da wird er irgendwo hier drinnen sitzen. Toyota. Nein. Ah, wir müssen das Ding anhalten, bestimmt. Ah, okay. Alles klar, wir haben Toyota mit dem Roboter befreit. Das ist natürlich auch grandios. Was ist los? Hey. Ist der Jumpy Humor Simpson, wo er durchdreht. Halt, fahre diesen Computer nicht herunter. Der Klon muss noch trocknen. Das heißt, wir suchen einen Computer, wo irgendwas getrocknet wird. Was ist hier ein Klonungsautomat? Ist das ein Klonungsautomat? Das könnte ein Klonungsautomat sein. Aber wir brauchen noch. Nicht ausschalten. Aber wie sieht es aus? Oh. Da wird irgendwas geklont. Aber hier trocknet noch niemand. Also manchmal so ein Klon für sich selbst, damit er arbeiten geht und du für dich liegen bleiben kannst. Das wäre schon nicht schlecht. Bloß das Problem ist, der will ja auch essen. Dann gibt es ja dann zwei Möglichkeiten. Weil ist er ein Klon, ist er billig. Oder wird er in dem Sinn dann billig sein? Lässt du ihn mitessen oder weil du verdienst ja nicht mehr Geld dadurch. Das heißt, du hast ja quasi eine zweite Person, die du mitversorgen musst. Und das geht ja dann ins Geld. Und ja. Da lässt man den Klon dann sterben und dann nimmt man einen Klon, dass man hier keinen Urlaub hat und. Nee, das geht ja auch nicht, weil es wäre auch doof. Ha. Ah, ist er das? So, wir suchen direkt den Klon. Und warum habe ich jetzt den Computer ausgeschalten? Okay, das war jetzt nicht so toll. So, der Süßigkeitenautomat. Ein Süßigkeitenautomat, wir suchen dich doch immer noch. Ich hätte ja den Pilz hier vermutet. Hier hatten wir ja ein Mario-Röhrchen und. Das sieht so aus, ob da irgendwie Pilze so gezüchtet werden können. Aber.
Da ist nichts zu sehen. Das ist auch doof. Wir suchen eine Kantine. Aber was... Entschuldigung. Was ist eine Kantine? Ja. Das sieht auch alles aus wie Labor. Hier ist gemütlich rumsitzen. Wo gibt's hier ein Süßigkeitenautomat? Vor allem, wie sieht ein Süßigkeitenautomat aus? Hier werden, glaube ich, am Band Pizzen verpackt. Ah! Ah, alles klar, Süßigkeitenautomat gefunden. Aber warum haben die so viele Süßigkeitenautomaten? Nimmt bestimmt alle schlechte Zähne. So, was haben wir jetzt noch offen? Den Papiermensch. Oh mein Gott! Papierkram ist so langweilig. Ich wette mit dir, dass der irgendwo hier oben rumkollert. Nicht außer Betrieb. Der kullert doch bestimmt hier oben irgendwo rum. Da ist ein Fragezeichen. Da weiß man nicht so richtig, was man damit macht. Hier arbeiten Leute mit Papier. Da arbeiten Leute mit Papier. Wir suchen ja welche, die richtig viel mit Papier arbeiten. Oh, Entschuldigung. Nicht, dass ich mir eine Erkältung holt. Das wäre ja voll doof. Hier muss irgendjemand rumliegen. Ihr könnt mir auch gerne helfen. Zeigt einfach mit euren Fingern direkt auf den Monitor, wenn ihr was seht. Auch nur zeigen, nichts sagen. Oder schreit einfach laut hier, wenn ihr es gefunden habt. Das wäre auch schon eine sehr grandiose Lösung. Hier unten hat man noch nichts. Das heißt, könnte es sein, dass wir hier unten noch irgendwo was haben? Nein, das ist der Postbote. Das sind noch mehr Paketmenschen. Hallo? Heißt du auch einen Namen? Nein, du hast keinen Namen. Oh. Oh, das finde ich immer noch so gut. Labor. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, da ist nichts drin. Weil die Positionen, die man sucht, die sind meistens auch ein bisschen unterschiedlich. Da, wo man sie finden kann. Die haben alle immer meistens einen gewissen Abstand. Deswegen vermute ich das ja eigentlich auch dort oben. Da ist auch niemand, da tanzt jemand rum. Nein, 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 das ist noch. Die hat man auch alle schon offen, soweit ich weiß. Error. Siehe diese Telefonzellen überall, so machen das, weiß man nicht. Die sind halt da, weil wahrscheinlich sind das Bürotelefone. Wir telefonieren von A nach B über C und nichts funktioniert. Das wäre nicht so untypisch für eine große Firma. Ich denke, dass der hier oben ist. Obwohl wir hier schon die 303-13-3 hatten. Ja, das sieht aus wie Kantine. Oh, da liegt niemand nirgendwo jemand rum. Oder wie wir so. Da liegt er rum. Der Papierkram ist so langweilig, Typ. Du hast alle Hidden Fox gefunden. Wow, 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 wow. Ja, dann war's das auch schon. Nicht mal eine halbe Stunde. Ging jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Ja, und was jetzt? Gucken wir uns einfach mal den Abspann an, glaube ich. So. Du hast alle Gebiete im Spiel komplett erkundet. Das bedeutet ja doch nicht das Ende. Wir sind gerade dabei, neue Gebiete und Features zu entwickeln. Möchtest du bei ihnen benachrichtigt werden, wenn neue Inhalte verfügbar sind? Nein, will ich nicht, weil wir haben das Spiel sowieso gekauft. Obwohl, wir könnten es eintragen, aber das mache ich dann so. Wir haben das Spiel eh gekauft, also ist jetzt nichts so verkehrt.
Sind es jetzt alle, die wir gefunden haben? Maike Wender, Übersetzung. Ah, alles klar, das sind alle Mitarbeiter, die da tätig gewesen sind. Übersetzung, Übersetzung, okay. Beta-Test. Lol, cool. Lol, cool, Jay. Barbara Kerr. Samroyas. Haben wir überhaupt einen Entwickler? Familie und Freunde. Itzan, Beta-Tester. Yay. Übersetzer. Übersetzer. Übersetzung. Ich glaube, hier gab es eine Übersetzung. Übersetzung. Oliver KMG. Wolf. Jeremy Lim. Michael Köberlein. Hallo. Hallo. Oh, ist das putzig. Andrew Cleason. Tür auf, Tür zu. Nee, da geht nix. Ja, dann sind wir hier auch wirklich schon durch. Schade eigentlich erstmal. Aber wir werden weiterspielen, sobald neue Sachen da sind. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war's. Viel Spaß vielleicht bei auf meinem Kanal. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Und ja, das war's. Vielen Dank. Bis dann. Tüdelü. Euer Stiefel. So, vielen Dank, dass ihr Hidden Fox mit mir zusammen geguckt habt. Beziehungsweise, ihr habt geguckt, ich habe gespielt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Auch einen Kommentar. Verbesserungsvorschläge, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Stiefel. Tüdelü. Zip, 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 zip